Hallo ihr Lieben, heute gibt es leckere Kekse von Leibniz hier im Test. Und ich habe gerade mal überlegt, was mag ich eigentlich am liebsten in der Kategorie Süßigkeiten? Mag ich Kekse lieber als Schokolade oder mag ich Weingummis lieber als alles andere? Also Weingummis, Kekse oder Schokolade, was mag ich am liebsten? Ja, und bevor ich das beantworte, was mögt ihr denn am liebsten? Ich will euch ja nicht beeinflussen in der Meinung, deswegen schreibt doch mal ganz kurz in die Kommentare, was mögt ihr lieber? Kekse, Weingummi oder Schokolade? Alles drei gleich? Na, zu einfach, nee. Eins für eins bitte entscheiden. So, während ihr schreibt, öffne ich mal diesen neuen, also das heißt neu, ich habe den noch nie gesehen, diesen Leibniz Schokokeks Double Shock. Mit der Knackfrisch-Garantie steht da drauf, finde ich ziemlich witzig. Ein Double Shock klingt irgendwie so nach, hey, Junkfood-Guru, das ist für dich, da ist extra viel Schokolade drin. Es ist auch eine Special Edition. So, und die muss ich ja eh immer kaufen. Überall, wo neu drauf steht, Special Edition, da bin ich ja mega Werbeopfer. Ja, ich gebe es zu, da bin ich mega Werbeopfer, die muss ich kaufen. Aber egal, ich esse die Sachen ja auch gerne und ich investiere jetzt auch kein Vermögen in eine Packung Kekse. Von daher finde ich das vollkommen in Ordnung. Da oute ich mich gerne als Konsum. Konsumopfer, nein, ich genieße das. Das sind Kekse. Hey, die schmecken hoffentlich. Ja, die schmecken. Ich lüfte sie mal. Ja, das kennen wir. Vom Aussehen her, ne? Von oben Balsenkekse. Oh Gott, diese Balsen-Butterkekse mit Schokolade. Kann ich auch verraten, waren eines der Highlights meiner Kindheit. Nicht, weil die Kindheit so traurig war, nein. Eines der Süßigkeiten-Highlights. So. Und wäre ich dann heutzutage auch nicht so happy, wenn ich eine traurige Kindheit gehabt hätte. Also, dann aber ich kann mich echt, kennt ihr das auch? Könnt ihr auch so Süßigkeiten aus der Kindheit, wo ihr euch noch total krass dran erinnern könnt? Dazu gehören tatsächlich Butterkekse mit Schokolade, die habe ich als Kind, boah, mega abgefeiert. Das könnt ihr übrigens auch in die Kommentare schreiben, gleich, dass ihr mir gesagt habt, für was, ohne was ihr nicht leben könntet, Kekse, Schokolade oder Weingummi. Bei mir ist tatsächlich, beziehungsweise Favoritensüßigkeit ist Kekse. Kekse. Ich mag Kekse. Ich mag Kekse lieber als Schokolade. Weil Kekse haben ja auch Schokolade. Und Kekse ist echt so mein, oh, das, was ich in der Kategorie, was ich am meisten mag. Ich mag auch Schokolade und Weingummi, aber Kekse, Wahnsinn. Und deswegen muss ich jetzt mal direkt ein bisschen Keks reinbeißen. Und der ist echt krass. Wow. Oh mein Gott, habe ich einen Hunger jetzt auf diesen Keks. Weil der Butterkeks ist auch noch mit Kakao durchzogen, ihr Lieben. Wow. Pro 100 Gramm 502 Kalorien übrigens. Nochmal ganz kurz die Zutaten. Während ich hier kaue und genieße. Wahnsinn. Ich muss ganz ehrlich sagen, abgefahren. Dieser Keks, der ist nicht nur einfach dunkel gefärbt, der hat auch wirklich einen ganz eigenen Kakaogeschmack. Und das finde ich krass, weil dieser Kakaogeschmack des Kekses ist gefühlt bei mir gerade so ein bisschen herber als die Vollmilchschokolade drumherum. Deswegen, wisst ihr, worauf ich jetzt richtig Bock hätte? Ich würde diesen Keks Double Shock gerne mal mit dunkler Schokolade essen. Das finde ich richtig hammergeil. So ist es auch schon super lecker, aber der Junkfood Guru hat irgendwie so im Blut, er denkt sich so, ah, ich brauche jetzt dunkle Schokolade drumherum. Und ja, dunkle Schokolade. Das wäre mein mega Traum. Ansonsten, super lecker, schmeckt echt gut. Vielleicht für einige sogar schon zu viel Kakao und Keks, weil dieses Leibniz Schoko und Keks, also Schoko mit Keks, das lebt ja auch dadurch, dass man halt diesen weißen, weichen, hellen Butterkeks hat. Nicht weich, diesen schön knusprigen, hellen Butterkeks mit der Schokolade, ist ja auch ein geiler Kontrast. Und hier haben wir zwei Geschmacksrichtungen, die natürlich sehr nah beieinander sind. Deswegen könnten einige vielleicht sagen so, nee, das ist mir ein bisschen zu kakaoig, alles irgendwie viel zu nah dran. Ich finde das ganz interessant, muss ich sagen. Würde es aber noch lieber mal mit dunkler Schokolade probieren. Oder mit weißer Schokolade.
Aber vielleicht gibt es die ja auch schon so mit weißer Schokolade. Leibniz macht ja wirklich sehr, sehr viel Kekskreationen, die kreativ sind, wer weiß. Ich gebe dem Produkt auf einer Skala von 1 bis 10, gebe ich dem stolze 8 Punkte. Spannend, interessant, lecker. Kann man mal probiert haben. Und ich bin froh, dass ich es probiert habe. Wirklich, ja. Man müsste noch den Butterkeks daneben halten, aber das ist wirklich mal ein neues Geschmackserlebnis. Danke dafür. 8 Punkte, ihr Lieben. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, Daumen nach oben, kommentieren. Und ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, aber ich könnte die Kekse, 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 Kekse. Doch, ich habe schon gesagt, ich bin Krümelmonster. Kekse und danach Schokolade und danach Weingummi. Und Chips sind salzig, deswegen habe ich jetzt nicht in Süßigkeiten eingeordnet, ihr Lieben. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss.